Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Viele von euch haben sich gewünscht, dass bevor ich mit den legendären Rüstungssets Videos weitermache, den geleakten, dass ich vielleicht erstmal die vier verschiedenen Charakterklassen vorstelle. Das sind sie, einmal der Trickster, der Technomant, der Verwüster und der Pyromant. Um die Charakterklassen soll es gehen. Ich möchte euch grob die Unterschiede vorstellen. Das Video geht ein bisschen länger. Nehmt euch die Zeit. Es lohnt sich für alle, die noch unentschlossen sind. Ich zeige euch zu den einzelnen Charakterklassen jeweils hier im Hintergrund ein bisschen Gameplay-Material. Das ist das Gameplay-Material vom Technomant. Hier wird es auch eingeblendet. Offizielles Material von der Outriders YouTube-Seite. Da habe ich das Gameplay her. Und da könnt ihr euch schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Ich zeige euch grob, wie das funktioniert. Jetzt schon mal eine Besonderheit vorneweg. Man vergleicht ja die ganzen Loot-Shooter wie Destiny, The Division und wie sie alle heißen, vergleicht man grob miteinander. Viele denken ja, das ist hier so eine abgekupferte Destiny-Version. Es hat natürlich Destiny-Elemente, natürlich keine Frage. Es hat aber auch viele Elemente von wahrscheinlich anderen Loot-Shootern oder Elemente, die kein Loot-Shooter hat. Zum einen finde ich erstmal sehr interessant, es gibt zum Beispiel keine Heiltränke. Alle vier Charakterklassen haben eine einzigartige Art und Weise, sich selbst zu heilen. Der Technomant zum Beispiel heilt sich alleine, wenn er Waffenschaden austeilt. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie du dich geskillt hast. Und andere haben eben durch das Austeilen, hier unten sieht man es auch, durch das Austeilen von Schaden, durch Skills und so weiter, kann man das boosten und bekommt Heilung. Sehr interessant. Was gibt es noch zu sagen? Jede Charakterklasse hat 8 Skills, die wir bis zur Stufe 22, Moment, ich zeige es euch am besten mal anhand der Demo, da ist das am einfachsten zu zeigen. Jede Charakterklasse hat 8 Fähigkeiten. Diese, die können wir frei auf den Plätzen R, also für die PlayStation-Variante, auf R1, L und R1 gleichzeitig gedrückt oder eben L1 frei verteilen. Es gibt keine ultimative Fähigkeit oder so. Jeder hat verschiedene Cooldown-Zeiten, verschiedene Perks und so weiter. Und es gibt unter diesen ganzen Skills noch eine Klasse oder 3 verschiedene Skillpfade nennt man das. Ich mache mal kurz hier meine Kamera weg. Da ist sie weg. Und hier haben wir nochmal 3 verschiedene Abzweigungen. Nach oben, zur Mitte und nach unten. Bei dem Technomant zum Beispiel heißt der erste Pfad Pesthauch. Techer-Schamane heißt der zweite und Zerstörer heißt der dritte Pfad. Und was jetzt schon sehr, sehr besonders ist, was ich sehr, sehr geil finde, wenn ihr zum Beispiel mal Angst habt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen verskillt habt. Ihr könnt jederzeit, wirklich jederzeit kostenlos, also es gibt 20 Punkte, die kann man im Laufe des gesamten Spiels für jede Charakterklasse freischalten. Dann können wir die hier quer verteilen. Habt ihr euch mal verskillt, können wir jederzeit kostenlos diese Punkte zurücksetzen. Wahrscheinlich nicht mal auf 0. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Punkte dann einfach da wegnehmen und woanders wieder aktivieren. Natürlich sollten sie in einer Linie verbunden sein vom Hauptpunkt. Also ich kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal hier auf den Punkt. Ich muss natürlich hier wahrscheinlich erstmal alles freischalten, bis ich zu diesem Punkt gelange. Das könnte natürlich dann schwierig werden. Und das kann ich mitten im Fight, wenn ich im Bossfight bin und merke, irgendwas passt vielleicht nicht. Zumindest ist es die Information, die ich so bekommen habe. Dann kann ich das hier alles umskillen, sodass ich für den Bosskampf gewappnet bin. Und das ist eine absolut geile Sache, wie ich finde. Und auch die einzelnen Fähigkeiten kann ich frei verändern, so wie ich eben gerade Bock habe. Wenn du merkst, du hast irgendeinen Bosskampf, bei dem du einfach nicht klarkommst, brauchst andere Fähigkeiten, wechselst du das einfach. Das ist eine absolut geile Sache. Habe ich Maximallevel von 30 schon erwähnt, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Bis Stufe 22 haben wir, ich gehe davon aus, dass es auf jeden Charakter so zugeschnitten ist. Ab Level 22 haben wir alles freigeschaltet und dann können wir hier frei verfügen. Legendäre Rüstungssets habe ich euch schon gezeigt, gibt es extrem mächtige Sachen und je höher du in diesen Sets steigst, desto stärker werden auch die einzelnen Buffs der Rüstungssets und demnach zufolge natürlich auch deine Fähigkeiten, was sehr, sehr interessant ist. So, was auch sehr interessant ist, jetzt drücken wir mal hier auf Start, es gibt Weltstufen, das sind die Schwierigkeitsgrade. Du steigst automatisch, du steigst automatisch in den Weltstufen, im Schwierigkeitsgrad. Wenn du, ich sag mal, ein Level abbekommst oder in der Weltstufe steigst, merkst du aber, es ist dir zu schwierig, dann kannst du sofort wieder die Weltstufe zurücksetzen. Hier könnte ich jetzt einfach sagen, der Gegner ist mir zu schwer, ich gehe jetzt auf Weltstufe 2 runter oder ich gehe
gehe wieder auf 4 und hier seht ihr auch eine Beschreibung, was für Unterschiede die Weltstufe im Einzelnen machen, dass du halt besseren Loot bekommst, die Gegner werden schwerer und so weiter und so fort. Ich könnte wahrscheinlich hier noch eine halbe Stunde, Stunde erzählen. Ich möchte das Video jetzt aber nicht länger in die Länge strecken. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal wieder hier hin. Da zeige ich euch im Hintergrund weiter so ein bisschen Gameplay-Material vom Technomant und erzähle euch einfach mal so ein bisschen die Besonderheiten und welche Skills man jetzt schon kennt, die man aus der Demo auch schon kennt, und welchen Spielstil die bevorzugen. Der Technomant. Diese Klasse bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten und ist nicht unbedingt die Klasse für Spieler, die einfach nur mächtigen Schaden austeilen können. Dazu dann auch, welche Charakterklasse ist gut, wenn du einfach nur reinballern willst und richtig Schaden machen willst. Der Technomant ist die einzige Klasse, die aktiv Teammitglieder heilen kann. Man könnte ihn als Allrounder betiteln. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist der erste Weg, den ich gewählt habe. Ich habe den Technomant als erstes genommen. Und alleine die Tatsache, dass du nur mit Waffenschaden dich heilst, ist schon sehr, sehr geil. Ich denke, es ist auch eine sehr, sehr gute Anfängerklasse. Da ich aber die anderen Charakterklassen noch gar nicht getestet habe, ist das jetzt erstmal nur eine grobe Vermutung. Da ich aber die ganzen legendären Rüstungssets schon kenne, denke ich, weiß ich so ein bisschen, wovon ich spreche und kenne die einzelnen Skills schon, was nicht schlecht ist. So, weiter im Text. Er hat außerdem Zugang zu einigen Gadgets wie Geschützen, einer Minigun oder einem Raketenwerfer. Mit einem Nahkampfangriff lassen sich Gegner auch einfrieren. Das ist sehr, sehr effektiv und das auch in Verbindung mit anderen Charakterklassen. Ich habe zum Beispiel mit meinem Stammmate Schweini hat mit dem Assassin gespielt und mit dem kannst du Gegner verlangsamen in der Zeit. Wenn die dann noch eingefroren sind, kannst du taktisch das echt klug einsetzen, um den Gegnern so richtig die Hölle heiß zu machen, was ich extrem interessant finde. So, neben den Heilfähigkeiten für das ganze Team hält sich der Technomant am Leben, indem er Schaden austeilt. Habe ich schon erzählt. Sieht man hier auch unten links immer, wenn diese grünen Kreuze erscheinen, heilt der Kollege sich. Extrem interessant. Bekannte Skills. Tool of Destruction zum Beispiel. Dieser Skill bietet zwei Varianten. Einer lässt eine Minigun spawnen, die andere eine Raketenwerfer. Mit beiden lässt sich massiver Schaden gegen einige Gegner austeilen, bis die Munition ausgeht. Der Raketenwerfer ist vor allem gegen Bosse nützlich. Hier habe ich aber noch nicht ganz rausgelesen. Kann ich entscheiden, ob ich die Minigun oder den Raketenwerfer spawnen lasse oder ist das eher zufällig? Hier hat er zum Beispiel gerade den Raketenwerfer und hier wird es auch gezeigt, macht massiven Schaden und unterbricht sogar Fähigkeiten des Bosses zum Beispiel. Du kannst nämlich mit bestimmten Fähigkeiten, wenn denen seine Leiste gefüllt ist, das habe ich mal so mitbekommen, es kann auch sein, dass ich das vielleicht nicht eins zu eins richtig erkläre, er blockiert bestimmte Fähigkeiten, wenn seine ultimative Fähigkeit aufgefüllt ist, glaube ich. Aber hier lasse ich mich auch gerne berichtigen, wenn das Leute besser wissen. Fixing Wave ist eine interessante Fähigkeit. Diese Fähigkeit ist die einzige in Outriders, die aktiv einen selbst oder andere heilen kann. Die Distanz zu euren Mitgliedern ist dabei unwichtig. Zudem werden auch Gadgets wie Geschütze repariert. Sehr, sehr geiler Supporter, wie ich denke. Pain Launcher oder Peiniger zu Deutsch. Dieser Skill aktiviert eine stationäre Artillerie, der eure Gegner eigenständig unter Beschuss nimmt. Diese nehmen bei Treffern nicht nur Schaden, sondern werden auch in ihren Aktionen unterbrochen. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr praktisch für ultimative Gegner. Blighted Turret, platziere ein automatisches Geschütz. Dieses Gadget feuert Giftgase auf eure Gegner, die dann Schaden über Zeit nehmen. Finde ich auch sehr effektiv. Cold Snap, das ist das Gefriergeschütz. Extrem effektiv, wenn die Gegner vereist sind. Hier ist es zum Beispiel gerade im Hintergrund. Ach nee, das ist nicht das Cold Snap. Das Aufbauen sah nur so aus. Mit diesem Geschütz lassen sich Gegner einfrieren und sind in der Bewegung kurze Zeit eingeschränkt. Und bei den Subklassen, also das ist quasi der Skilltree, den ich euch schon gezeigt habe, diese verschiedenen Verzweigungen. Pesthauch. Dieser Pfad fokussiert sich auf den Schaden durch eure Waffen und Gadgets. Tech-Schamane. Mit dieser Subklasse könnt ihr euch auf die Supporterrolle und indirekten Schaden spezialisieren. Eure Gadgets, Heilung und Eiseffekte werden verstärkt. Das letzte Talent im Skilltree verschafft euch zudem extra Schaden, wenn ihr ein Gadget benutzt und sogar eine zweite Chance, wenn ihr einmal sterben solltet. Das finde ich extrem geil. Wenn du das voll gelevelt hast oder geskillt hast und einmal drauf gehst, belebst du dich wieder. Absolut starke Sache. Und zudem füllt es dann, wenn du dich wiederbelebst, teilweise deine Lebenspunkte wieder auf. Und der letzte Pfad, der Zerstörer, diese Spezialisierung ist eine Art Allrounder-Pfad, vor der alle eure Skills profitieren können. Dank einer
Oh, sorry, ich habe ein Sprachverständnis, der absolute Wahnsinn. Dank eines Perks werden alle eingefrorenen Gegner zusätzlich auch vergiftet. Extrem mächtige Klasse. Und das war es erstmal zum Technomant. Wir sind schon bei 10 Minuten, aber jetzt mache ich nur noch die Charakterklassen. Jetzt sollte es dementsprechend auch ein bisschen schneller gehen. Also nicht abschrecken lassen von der Zeit. Wir kommen zum Pyromane oder Pyromancer auf Englisch. Klingt einfach viel, viel geiler. Eine am Anfang sehr unterschätzte Charakterklasse, wie ich schon gehört habe, von verschiedenen anderen Seiten wird geschrieben. Am Anfang ist er vielleicht nicht so effektiv, aber er soll gerade im Endgame extrem heftig sein. Ihr werdet es auch merken, wenn ich euch die legendären Rüstungssets in einer der Folgevideos zeige. Der geht auch extrem auf Damage. Das ist extrem interessant. Also für alle, die richtig Bock auf Schaden austeilen haben, im Endgame soll der fucking effektiv sein. Wir fangen einfach mal an. Diesen Charakter solltet ihr wählen, wenn ihr eher auf mittlere Distanz kämpfen und das Schlachtfeld kontrollieren wollt. Er besitzt einige Feuerskills, die Flächenschaden bewirken. Somit könnt ihr mehrere Gegner auf einmal verbrennen und im Griff halten. Der Pyromancer setzt dabei auf drei Kerneigenschaften: Explosion, Unbeweglichkeit und Verbrennen. Zudem kann der Pyromant sich selber heilen, indem er Gegner mit dem Skill markiert und diese tötet oder eben einfach Schaden zufügt. Vier verschiedene Skills sind jetzt schon bekannt, auch aus der Demo. Thermalbomb setzt euren Gegner in Brand und macht sie bewegungsunfähig. Wenn ein Gegner unter dem Einfluss der Thermalbombe stirbt, explodiert er und richtet Flächenschaden an. Und hier haben wir es wieder, wenn wir dann verschiedene Rüstungssets haben werden, wird der Radius zum Beispiel erhöht, indem dieser Schaden über die ganze Fläche verteilt ist. So kannst du zum Beispiel einfach mehr Gegner treffen in dieser Explosion. Das einfach mal als Beispiel. Ashblast. Dieser Flächenangriff versetzt mehrere Gegner in einen bestimmten Radius in den Ash-Status und macht sie bewegungsunfähig. Also dieses Spiel hat zum Beispiel auch Statusveränderungen, wie zum Beispiel bei Final Fantasy gibt es ja, kannst du Gegner oder dich selber, du selber wirst mit einem Zauber belegt, hast dann Statusveränderungen, wirst verlangsamt, bekommst Schaden über Zeit und so weiter und so fort. Kennt man aus dem Hause Square Enix, das ist der große Publisher über diesem Spiel. Heatwave wäre die nächste Fähigkeit, schießt eine Feuerwelle vorwärts, die auf ihre Gegner zurollt, verbrennt und großen Schaden anrichtet. Und die letzte Fähigkeit, die aktuell bekannt ist, Overheat, funktioniert ähnlich wie Heatwave, dient aber eher zur Markierung der Gegner und um so viele Feinde wie möglich zu verbrennen und ist eher ein Supporter-Skill. Und wie gesagt, es sind hier vier Skills, vier weitere kommen ja noch oben drauf, wenn wir dann bis Stufe 22 die ganzen Sachen freigeschaltet haben. Kommen wir zu den Subklassen, diesen Skill-Tree, den wir wählen können. Drei verschiedene natürlich auch hier. Der Aschebrecher, Feuersturm und Brandstifter. Die erste Klasse, Aschebrecher, profitiert vor allem durch Schadensbonis gegen markierte Feinde, richtet sich an alle Allrounder. Der Feuersturm, Fokus liegt auf Schaden durch Skills. Wenn ihr euren Feuerschaden ans Maximum bringen wollt, ist das eure Subklasse und das in Verbindung mit diesem legendären Rüstungsset. Ich denke, so ein Pyromant könnte im Endgame echt unverzichtbar sein. Brandstifter, die letzte Klasse. Diese Klasse konzentriert sich auf Überlebensfähigkeiten und geht eher den Weg eines Tanks, also du kannst enorm viel einstecken, ohne dass du so schnell drauf gehst. Eure Heilfähigkeiten sind verstärkt und ihr könnt durch ein einzigartiges Talent sogar euch selber wiederbeleben. Wir kommen zum Trickster der dritten Klasse. Diese Klasse gilt als Assassin von Outriders. Allerdings basieren die Fähigkeiten auf dem Manipulieren von Raum und Zeit. Er kämpft an vorderster Front und überrumpelt Gegner mit seiner Schnelligkeit. Seine Stärke ist es, einzelne Gegner schnell auszuschalten. Seine Nahkampffähigkeit ist eine Art Energieklinge, mit der man Feinde auch verlangsamen kann. Der Trickster hält sich am Leben, indem er Gegner im Nahkampf ausschaltet. Zudem erhält er durch Kills aus kurzer Distanz kurzzeitig ein Energieschild. Das heißt, bist du mal relativ runtergeballert, lohnt es sich trotzdem zu versuchen, den Gegner irgendwie zu pushen. Und im Zweifel hast du vielleicht diese Zeitverlangsamungsbubble, wo die Gegner dich nicht so schnell wegballern können. Und so kannst du dich ganz schnell wieder hochheilen. Mein Teammate hat diese Charakterklasse schon mal angetestet und ich in Verbindung mit dem Technomant. Du kannst da so geile Kombis machen, wenn zum Beispiel die Gegner verlangsamt werden
und du haust dann als Technomann vielleicht dein Gefriergeschütz noch raus und in dieser Verlangsamungsbubble werden die Gegner dann auch noch eingefroren, können sich nicht bewegen, hast du so absolut leichtes Spiel. Es macht auf jeden Fall richtig Bock, gezielt die Charakterklassen miteinander zu kombinieren. Und was ich auch ebenfalls noch geil finde, das habe ich völlig vergessen zu erwähnen, alleine schon im Vergleich zu Destiny, der Endfight. Du bist halt nicht gezwungen. Bei Destiny war es ja so, die einzelnen Raids, die Endfights waren teilweise wirklich nur mit 6 Mann machbar. Oder die Mechaniken, die Spielmechaniken waren darauf ausgelegt, dass du 6 Leute brauchst. Und ich finde es im Endfight und im allgemeinen Spiel einfach leichter, einen Dreier-Squad zusammenzubekommen. Was ich schon mal als positive Sache finde. Und bei The Division waren es so klar, teilweise bei bestimmten Sachen in Division 2 sogar 8 Leute. Und die zusammenzubekommen ist manchmal echt nicht so einfach. Und deswegen finde ich, dass ein großer, großer positiver Vorteil. Achso, hatte ich erwähnt, dass es kein PvP-Element gibt. Das heißt, es ist rein wirklich, du spielst nur gegen gegen computergesteuerte Spieler. Wir gehen mal weiter, bevor ich mich hier völlig verquatsche. Wir kommen zu den bekannten, aktuell auch in der Demo schon spielbaren Skills. Temporal Slice, das ist die erste Fähigkeit, die man als Trickster verwenden kann. Ein Schlag mit großer Reichweite, der Gegner vorübergehend verlangsamt und zudem großen Schaden anrichtet. Zweite Fähigkeit, Borrowed Time. Dieser Skill gibt euch einen prozentualen Teil eures Lebens als Extraschild, der den Schaden absorbieren kann. Zudem hinterlässt er einen Zeitklon und hier finden sich wahrscheinlich einige in Apex Legends wieder. Der Revenant, seine ultimative Fähigkeit zum Beispiel. Er hinterlässt einen Klon an der Stelle, an der er ihn eingesetzt hat und solange dieser aktiv ist, könnt ihr euch jederzeit an diese Stelle zurück teleportieren. Ist zwar nicht 1:1, aber ganz grob. Slow Trap wäre die nächste Fähigkeit. Er schafft ein Feld, in dem Gegner und Projektile verlangsamt werden, während ihr und euer Team euch in dieser Bubble ganz normal bewegen könnt. Und das ist das, was ich in der Demo mit meinem Teammate getestet habe. Ich als Technomant, er als Trickster. Ich habe mein Gefriergeschütz zum Beispiel aufgestellt, er seine Bubble, die Gegner werden verlangsamt, dann zusätzlich noch von meinen Fähigkeiten vereist und ihr habt absolut leichtes Spiel, extrem geil. Und hier komme ich nochmal zu den verbindenden legendären Rüstungssets, die diese ganzen Sachen nochmal mit Bass verstärken. Das wird ein absoluter Spaß, das ist mal Fakt. Und Hunt the Prey ist die letzte Fähigkeit, die aktuell schon in der Demo freischaltbar ist. Dieser Skill markiert ein Ziel in eurer Sichtweite. Setzt ihr den Skill erneut ein, werdet ihr direkt zu eurem Opfer teleportiert. Sobald ihr das tut, erhaltet ihr ebenfalls ein Energieschild, verlangsamt das gewählte Ziel und könnt ihn so schnell ausschalten. Jetzt kommen wir noch zum Skilltree. Plünderer wäre der erste, beeinflusst, wie sich der Trickster bewegen kann. Boni auf Bewegungsgeschwindigkeit, Nahkampfangriffe. Nutzt ihr die Fähigkeit, die eure Bewegungen beeinflussen, wird zudem der Schaden für Maschinenpistolen und Schrotflinten erhöht. Also seid ihr gerne im Nahkampf. Maschinenpistolen und Schrotflinten sind halt eher im Nahkampf sehr effektiv. Und da wir die meisten Skills sowieso eher im Nahkampf einsetzen sollten oder es ein Nahkampfspezialist ist, macht das natürlich Sinn, auch mit einer Schrotflinte rumzurennen. Vorbote, zweiter Skilltree. Diese Subklasse ist der Tankpfad für den Trickster. Boni verstärken euer Schild und reduzieren eingehenden Schaden. Sollte klar sein, macht sich natürlich im Nahkampf auch extrem stark, wenn wir eben im Nahkampf nicht so viel Damage kassieren. Und der Meuchler ist der letzte Pfad. Dieser Pfad konzentriert sich auf den Skill-Schaden des Tricksters. Der Devastator ist der letzte in der Runde. Er ist ein absoluter Tank und meiner Meinung nach auch im Endgame eine unverzichtbare Klasse, die in eurem Squad nicht fehlen sollte, wie ich finde. Und ich denke, er ist meistens, also wenn dann alle draufgehen, der steht wahrscheinlich zum Schluss immer noch und kann immer noch weiter ballern. Und in Verbindung mit den legendären Rüstungssets könnte das auch eine richtig interessante Sache werden. Ich lese einfach mal vor, ist auf jeden Fall eine interessante Charakterklasse. Der Devastator ist in der Lage, Gegner in ihren Angriffen zu unterbrechen und ist ein effektiver Bosskiller. Und das ist schon mal wichtig. Du brauchst immer einen, der den Boss so richtig auf den Sack gehen kann. Und ich glaube, der Devastator kann sogar bestimmte Fähigkeiten vom Boss unterbrechen, wenn wir schnell genug sind. Seine Fähigkeiten drehen sich um die Kontrolle von Gravitation und erderschütternden Angriffen. Doch diese Eigenschaften sind nicht nur offensiv, sondern auch zum Schutz des eigenen Squads nützlich. Ähnlich wie der Trickster erhält der Devastator Lebenspunkte, wenn er durch seine Skills in kurzer Distanz die Gegner erledigt. Der Unterschied ist allerdings, dass der Devastator einen deutlich größeren Lebens- und Rüstungspool hat. Mit weiteren passiven Talenten kann der Devastator zu einem absoluten Tank werden. Zudem können seine Nahkampfangriffe
Blutenstatus verursachen, was nichts anderes als Schaden über Zeit ist. Absolut geil. Die bekannten vier Fähigkeiten, die wir jetzt auch in der Demo schon freischalten können. Gravity Leap nennt sich das. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr zeitweise in der Luft schweben. Aktiviert man den Skill erneut, während der Gegner anvisiert ist, macht man so eine Art Sturzflug auf diesen Gegner und verursacht zudem, wenn ich das richtig sehe, auch noch einen absolut krassen Flächenschaden, was ich schon mal sehr, sehr geil finde. Reflect Bullets. Dieser Skill generiert ein Schwerkraftfeld, das feindliche Schüsse abfängt. Damit könnt ihr euch und eure Teamkollegen vor feindlichem Feuer schützen. Zudem könnt ihr alle abgefangenen Schüsse auf eure Feinde zurück werfen. Das klingt so absolut geil. Impale war, glaube ich, ja, Impale ist eine absolut geile Fähigkeit, wie ich finde. Ihr könnt spitze Felssäulen beschwören, die einen oder mehrere Gegner von unten rammen lassen. Sind sie tödlich, werden die Gegner aufgespießt, wird bestimmt optisch ein absolutes Highlight. Und was viel, viel interessanter ist, man kann sogar Gegner, die in Deckung sind, hinter irgendeiner Wand zum Beispiel, kann man ebenfalls aufspießen. Und sie, da sieht man es gerade. Und so kann man die aus der Deckung ziehen und kann vielleicht noch oben drauf ballern, was sehr, sehr geil ist. Endless Mess ist die letzte bekannte aktuelle Fähigkeit. Diese Fähigkeit beschwört einen Gravitationsbrocken, der alle Gegner im Umkreis an sich heranzieht. Sozusagen sein persönliches schwarzes Loch. So kann man wahrscheinlich die Gegner auch so ein bisschen aus der Deckung ziehen. Ist zumindest meine Interpretation. Das richtet Schaden an und lässt sich mit anderen Skills und Flächenangriffen kombinieren, da sich Gegner an einem Punkt befinden. Achso, ich möchte übrigens nochmal betonen, alle, die sich vielleicht das Video reinziehen nach dem 1. April, ich rede hier von 4 Skills, weil es die aktuelle Demo-Version ist und wir bis jetzt nur 4 Skills kennen. Und ich zum Beispiel jetzt nicht aktiv noch nach anderen Fähigkeiten geforstet habe. Jetzt kommen wir noch zu den Subklassen, zum Skilltree sozusagen. Bezwinger ist der erste Skilltree. Dieser Pfad konzentriert sich auf Nahkampf und bringt Schadensboni für Schrotflinten und Sturmgewehre. Beschützer zweiter Tree oder zweiter Pfad. Mit dieser Subklasse wird der Devastator zum ultimativen Tank, dank massiven Boni auf Leben, Rüstung und Statusresistent. Und ich verweise immer wieder gerne auf die Rüstungssets, das wird extrem interessant. Und der Bebenbringer, diese Subklasse fokussiert sich eher auf Schaden über Zeit, Statuseffekte und dem Kampf auf mittlere Entfernung. Das war's zu meinem 4 Klassen Charakter Guide oder eher Vorstellungsguide, würde ich mal sagen. Wenn natürlich die Vollversion draußen ist und man dann alles schon so ein Stück weit freigeschaltet hat oder mindestens zur Stufe 22, wo man dann alle Skills freigeschaltet hat, kann ich natürlich für jede einzelne Charakterklasse nochmal ein extra Video machen. Bis dahin hat man so die einige Tipps und Tricks schon auf Lager, wie wir vielleicht am besten bestimmte Skills aus dem Skilltree verbinden kann, um vielleicht ein ultimativer Tank zu sein oder eben Schaden auszuteilen ohne Ende und so weiter und so fort. Das hat aber bis jetzt noch Zeit, da müssen wir wie gesagt auf die Vollversion warten. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen für dieses Video. Und Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.